Zürich Film Festival gibt es ja die verschiedensten Kategorien. Und die aller wichtigste Kategorie ist natürlich das kleine goldene Auge. Das ist die Kategorie, in der der Kinderfilmpreis vergeben wird. Und speziell an dieser Sache ist, dass die Jury aus 30 Kindern besteht. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Kinder zu coachen, 2 Tage lang. Wir haben 5 Filme angeschaut, auseinandergenommen, bewertet, darüber geredet, gelacht. Ein Film ist dann gut, wenn es nicht alles vorhersehbar ist und wenn es nicht nur eine Haupthandlung gibt, sondern verschiedene Geschichten. Wenn es Action hat natürlich und entspannend ist. Die Musik muss gut sein, dass es passt und der Film muss gut geschnitten werden. Also wenn es am Schluss meistens ein Happy End gibt. Ich bin jetzt nicht so der Fan von emotionalen Filmen, aber ja, es kann schon ein bisschen emotional sein. Ich selber als Schauspieler bin natürlich sehr nett mit diesen Kindern umgegangen, weil wer weiß, vielleicht wird der eine oder andere Filmkritiker. Neben der Kinderschule gibt es in der Kinder- und Jugendreihe am ZFF ganz viele verschiedene Workshops. In unserem zeigen wir den Kindern, wie man Videos für Social Media produziert mit dem Smartphone. Und für das haben wir sogar den Instagram-Star Gabi Rano gewinnen. Was ich alles gehört habe in diesen 2 Tagen, da würde sich, glaube ich, mancher Regisseur hat dann noch schlaflose Nacht hinterher. Weil das Schöne an diesen Kindern ist die emotionale Bandbreite, wenn es um eine Bewertung geht. Das geht natürlich von schonungslos bis herzzerbrechend. Es ist so ehrlich, so direkt. Die Erwachsenen brauchen dann vielleicht 30 Sätze, um etwas zu bewerten. Und die Kinder, die sagen einen halben Satz. Und du weißt genau, woran du bist. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Highlight vom heutigen Abend. Begrüßen Sie mit mir die 3 Auserwählten aus dieser 30-köpfigen Jury, die jetzt den Gewinnerfilm in der Kategorie «Das kleine goldene Auge» werden bekannt geben.